Viereck passen. In dieser Passübung trainieren wir das Spiel über den dritten, offene Stellungen und das Doppelpassspiel über den Flügel. Baue dazu ein Hütchenquadrat von ca. 15 Metern Seitenlänge auf und verteile die Spieler wie folgt. Jeweils drei Spieler unten links und oben rechts und jeweils einen Spieler an die beiden anderen Hütchen. Wir spielen das Passspiel mit zwei Bällen gleichzeitig. Der Ballführende spielt auf den sich vom Hütchen seitlich weglösenden Spieler und läuft seinem Ball nach. Der Angespielte lässt den Ball in die offene Stellung des nachrückenden Spielers prallen. Der Nachrückende spielt den Ball auf den sich seitlich nach außen lösenden dritten Spieler. Achten Sie stets darauf, dass die Spieler vor dem diagonalen Ball eine offene Stellung zum Mitspieler einnehmen. Auch das Prallenlassen des Balles sollte stets in die offene Stellung des Nachrückenden erfolgen. Nach dem Prallenlassen muss der Spieler einen Stemmschritt durchführen und im Moment des Passes zum dritten Spieler sprinten. Sobald die Spieler den Ablauf beherrschen, können sie das Ganze gegen eine benachbarte Gruppe im Wettkampf spielen. Variante: Nun trainieren wir das Doppelpassspielen über den Flügel. Der Spieler lässt den Ball auf den nachrückenden Spieler prallen und setzt sich nach hinten ab. Dabei nimmt er eine offene Stellung nach oben ein. Der Nachrückende spielt ihm den Ball in die offene Stellung. Dieser lässt den Ball auf den äußeren Fuß laufen und spielt dann einen direkten Doppelpass mit dem entgegeneilenden oberen Spieler. Gleich im Anschluss steckt er dem zweiten oberen Spieler den Ball in den Lauf. Dieser sollte vor dem Pass einen Stemmschritt nach außen durchführen. Achten Sie stets auf das Timing der Freilaufbewegungen und auf die Passqualität.